Every bachelor project team at the Hasso-Plattner Institute regularly presents its findings to the chair. Focused on dealing with a particular IT challenge, these projects extend across several months. In the chair, Internet Technologies and Systems, the Sentinel project is concerned with improving healthcare provision in South Africa. Here, patients often have to undertake long and costly journeys to get to a clinic, sometimes only to discover that a particular medicine is not in stock or there's no doctor available. The 7-member bachelor project team hopes to change this with its automatic reminder system, Sentinel. The system sends up-to-date appointment information directly to the patient's cell phone. Hier sehen wir jetzt unser System Sentinel, so wie es momentan unten in Südafrika läuft. Ich habe im Hauptmenü verschiedene Punkte. Ich möchte jetzt gerne einen Patienten an eine zukünftige Impfung erinnern. Dazu wähle ich den entsprechenden Punkt aus und gebe die Telefonnummer des Patienten ein. Dann kann ich mir hier aussuchen, an welchem Termin diese Impfung erfolgen soll. Ich nehme jetzt den 20. April. Und weder noch per SMS erinnert werden. Und nach einem abschließenden Klick auf Next ist alles erledigt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ich der Patient in der Klinik bin, habe ich hier mein Mobiltelefon und erhalte einen Tag vor meiner Impfung eine Erinnerungs-SMS von der Klinik, so dass ich den Termin nicht vergesse und meine Reise zur Klinik rechtzeitig planen kann. In order to test the software's usability for future patients, the HPI and the project partners have facilitated a research trip to South Africa. After 6 months of research, planning and programming, this is an exciting and important opportunity for the whole team. In unserem Projekt selbst war noch keiner vorher in Südafrika. Das heißt, für alle ziemlich aufregend, diese lange Reise zu unternehmen. Und dann auch nicht in einer Großstadt zu sein, sondern wirklich direkt auf dem Land, wo es dann wirklich so ist, dass befestigte Straßen dann ganz schnell einmal aufhören. Viele denken ja, dass wenn man in einem Entwicklungsland ist, dass dort auch keine Handys verbreitet sind, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also praktisch jeder, mit dem wir geredet haben, hatte ein Handy und das Handynetz ist auch einfach sehr gut ausgebaut, also in weiten Teilen eigentlich auch viel besser, als man es hier in Deutschland vorfindet. Vor Ort direkt haben wir dann unseren Partner getroffen, das ist SAP Research. Und die betreiben in der Region, in der wir jetzt waren, ein sogenanntes Living Lab. Das heißt, es sind 3 Kliniken und die wurden mit Computern ausgestattet. In Südafrika ist es Gesetz, dass sämtliche Patientenakten auf Papier sind. Deswegen hat halt nicht jede Klinik einen Computer, aber beim Living Lab konnten wir sicher sein, dass das halt gesichert ist. Und dadurch, dass Computer schon in den Kliniken vor Ort installiert waren und das Personal auch eine gewisse Schulung da von SAP bekommen hat, war es uns möglich, das System schnell aufzubauen und dann auch gleich zu testen. Ja, also das System war eigentlich so ausgelegt, dass es teils von den Klinikangestellten bedient wird, aber auch zu einem großen Teil von den Patienten selbst. Das heißt, dass sie sich selbst ihre Erinnerungen hätten eintragen können. Aber was gleich nach den ersten Tests mit den Patienten rauskam, war, dass die an sich Computer nicht bedienen können. Und daraufhin haben wir beschlossen, dass wir unsere Zielgruppe wohl verändern müssen und dass wir jetzt nicht mehr für Patienten designen, sondern für die Krankenschwestern selbst. Also dass jetzt, wenn ein Patient im Behandlungszimmer ist, er von der Krankenschwester den Termin für seine nächste Behandlung nicht nur gesagt bekommt, sondern dass die Krankenschwester das in unser System einträgt und der Patient dann erinnert wird. Also wir haben ja von Anfang an den Projektpartner SES Astra gehabt und durch die hatten wir auch das große Glück, dass wir eine Satellitenschüssel dort aufbauen konnten und dadurch haben wir die Möglichkeit halt von hier das System dort zu warten und weitere Änderungen vorzunehmen und gleichzeitig hat es natürlich auch noch den positiven Nebeneffekt für die Klinik, dass die auch jetzt einen Internetanschluss haben. Also aus Südafrika sind wir nach den ganzen Tests, die wir gemacht haben und mit dem Feedback, was wir bekommen haben, doch mit einem sehr guten Gefühl wieder nach Hause gefahren. Back home, newly won knowledge is put into practice. Features which have proven themselves in the field are further developed and improved. Ein Feature, das wir in Südafrika getestet haben und das wir weiter ausbauen wollen, ist die Sprachausgabe. Das heißt, der Patient bekommt nicht nur eine SMS, sondern er bekommt auch einen Telefonanruf, in dem er den Termin mitgeteilt bekommt. This is an automated call from your clinic. Please remember the vaccination at the Agincourt Clinic on Tuesday, the 20th of April. Das ist dort vor allem praktisch, weil dort viele Menschen Analphabeten sind und SMS nicht verstehen würden. The team has only 1 month left for fine-tuning, before settling on the final bachelor's thesis.
The software will subsequently be made available for further development as open source code. Theoretically, there is nothing to stop the team's research from actually being used in developing countries. After all, the software is free and the necessary hardware can be bought for less than $100. Das hier ist ein Plug-Computer. Der wurde uns bereitgestellt von unserem Sponsor Dr. Bot KG. Es ist an sich ein Server, so wie er jetzt auch gerade im Moment in Südafrika eingesetzt wird in der Klinik. Das hier ist der Server an sich und das hier unten ist der USB-Stick, über den wir SMS und Sprachnachrichten versenden. So ein Plug-Computer ist sehr günstig in der Anschaffung und auch im Betrieb und dadurch wird es viel realistischer, dass wir in solchen Gebieten wie in Entwicklungsländern solche Systeme aufsetzen und betreiben können. And so, with a little luck, Sendinel will soon be contributing to a more effective and stress-free environment in the everyday running of clinics in developing countries.